Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Mit unserer Wirtschaft geht es bergab. Unser Wohlstand steht auf dem Spiel, die Bauern und der Mittelstand mit dem Rücken zur Wand. In dieser Situation bräuchte es eigentlich eine Bundesregierung, die führen kann und die das Staatsschiff auf einem sicheren Kurs hält durch die Klippen hindurch. Allein wenn ich auf die Kommandobrücke blicke, fehlt der Kapitän und die Leichtmatrosen von FDP und Grünen reißen das Ruder einmal nach links und nach rechts und gemeinsam halten sie das Staatsschiff auf geradem Kurs, auf Schlingerkurs, direkt auf einen Eisberg zu, meine Damen und Herren. Und normalerweise sagt man ja immer, der Kapitän solle zum Schluss vom Bord gehen. Ich glaube aber, in dieser Situation, in der wir uns jetzt gerade befinden, wäre es ein Segen für unser Land, der Kapitän verließe zuerst das Schiff, meine Damen und Herren. Kommen wir zum Vermittlungsausschuss. Da haben Sie sich ja total verhakt beim sogenannten Wachstumschancengesetz. Im Erfinden von Namen sind Sie immer großartig. Meistens steckt da genau das Gegenteil drin als das, was draufsteht. Nun, was haben wir hier vor uns? Ein Murksgesetz. Einerseits wollen Sie die Wirtschaft fördern, gleichzeitig aber das Weltklima retten. Meine Damen und Herren, das kommt dabei heraus, wenn FDP und Grüne gemeinsam an einem Gesetz basteln. Und nun käme es ja auf die Union an, diesen Murks nicht noch zu vergrößern. Aber genau das haben Sie ja im Vermittlungsausschuss versucht, hier noch in einer Art Erpressung noch nun den Diesel hinein zu verhandeln. Und da muss ich schon sagen, da hat die Ampel einen Punkt. Das hätten Sie schon an anderer Stelle längst tun können. Denn in Wahrheit haben Sie ja sich zu diesem Wachstumschancengesetz schon längst bekannt und die Fehler gar nicht benannt. Und ich will Ihnen sagen, was wir gesehen haben als unbeteiligte Beobachter, worum es der Union wirklich ging. Sie sehen nämlich, dass Ihnen die Bauern von der Stange gehen könnten, und Sie sehen die steigenden Zustimmungswerte für die AfD im Osten. Deshalb haben Sie doppelt Angst. Sie haben Angst, die Sitze zu verlieren, auf denen Sie sitzen. Und es ging Ihnen jetzt darum, den Bauern diesen Knochen möglichst noch schnell hinzuwerfen, damit sie ihn nicht von der Stange gehen. Ich finde das schäbig, meine Damen und Herren. Und Sie haben ebenso wenig staatspolitische Verantwortung bewiesen in dieser schweren Stunde. Kurzum, meine Damen und Herren, das Schauspiel, was Sie geboten haben, war Parteiengeplänkel. Wie immer gab es im Vermittlungsausschuss das ein oder andere Häppchen. Es sind ja lange Sitzungen. Bitte, wenn Sie das nächste Mal ein solches Schauspiel uns bieten als unbeteiligte Beobachter, vergessen Sie das Popcorn nicht. Vielen Dank. Als nächstes hat das Wort für eine Erklärung für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Andreas Audretsch.